mit meinem Sippen. Hallo an euch da draußen vor dem Bildschirm. Ich bin der Sibbe von Magical Real Life und ihr schaut wie immer Skyrim. Um euch einen kurzen Überblick zu verschaffen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir sind bei den Graubärten gewesen, von mir auch liebevoll Rentnerclub genannt. Und haben die Aufgabe bekommen, das Horn von Jürgen Windrufer zu beschaffen. Momentan sind wir hier noch in Weißlauf. Und ich habe durch ein paar nette Abonnenten den Tipp bekommen, mich ein bisschen mehr um die Berufe zu kümmern. Dabei wurde mir zu Schmiedekunst und Verzaubern geraten und den Tipp werde ich natürlich dann auch erstmal befolgen. Besorge mir jetzt von der Schmiedin hier eine Spitzhacke, ich hoffe mal, dass die mir eine verkauft. Und Verzaubern, wenn ich das richtig gesehen habe, brauche ich dafür magische Waffen. Die habe ich jetzt momentan nicht so viel, deswegen werde ich mir das erst beim nächsten Mal angucken, wenn ich von irgendeiner Quest wiederkomme und ein bisschen die Taschen voll habe. Da werden wir dann mal weitersehen. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal die Spitzhacke bekommen hier, die ich haben wollte. Nicht auch drinnen rein zu Schauen wir nochmal schnell, wie das aussieht mit der Traglast. Ja, die ist noch relativ hoch. Mal eben sehen, ob wir hier noch irgendwas verkaufen können, was vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Kennt ihr mein... Ich helfe... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Die Axt behalten wir mal. Pfeile wurde mir auch geraten, dass ich die mehr mitnehmen soll, beziehungsweise mehr davon einpacken soll. Ist auch so eine Sache, die ich versuchen werde zu befolgen und mich daran zu halten. So Tipps nehme ich gerne an. So, jetzt muss ich nur noch jemanden finden, bei dem ich die ganzen Edelsteine verkaufen kann, die ich im Gepäck habe. Ich glaube, das macht im Moment noch das meiste von dem Gewicht aus, mit dem ich mich hier bepackt habe. Ja, die Frage ist jetzt nur, wo werde ich die los? Gemischt waren. Hört sich doch nicht schlecht an. Könnte genau das sein, was ich suche. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Alles steht zum Ver... Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. So, ja, wunderbar, da haben wir es doch. Amethyste verkaufen wir alle mal. Drachenknochen brauchen wir nicht, Drachenschuppen auch nicht. Und da hat der Händler leider schon wieder kein Gold mehr. Bitte kommt wieder. So einige der wenigen, eine der wenigen Sachen, die mich stören bei Skyrim. Dass die Händler nur eine bestimmte Anzahl an Gold haben. Ich meine, ist natürlich, in gewisser Art und Weise ein bisschen realer, aber bei einem Spiel wie Skyrim irgendwie von Realität und ihr wollt euch wohl mit einer Echtheit zu quatschen, ja, muss man, glaube ich, nicht wirklich großartig kommentieren. Hätten sie auch lassen können. So, und um nicht den ganzen Weg von hier bis hier laufen zu müssen, schauen wir doch jetzt mal, ob wir nicht eine Kutsche finden. Den Tipp habe ich von einem Kumpel bekommen, der auch Skyrim spielt. Ich muss die Leute dann immer so ein bisschen abwürgen, wenn die anfangen zu spoilern und mir den Großteil der Geschichte irgendwie schon vorwegnehmen wollen und mich fragen, boah, dann hast du das und das schon gemacht oder hast du den und den schon gekillt? Muss ich mal sagen, nee. Und am besten erzählst du mir das auch nicht, weil ich halt gerne selber alles machen möchte. Hat bisher aber ganz gut geklappt eigentlich. Bis auf ein paar gut gemeinte Ratschläge. Soll ich euch mitnehmen? Wurde da nichts gespoilert. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Da haben wir auch die Kutsche, von der mein Kollege gesprochen hat. Und dann sagen wir ihm mal, dass wir die mieten möchten. Wohin soll's gehen? So, was haben wir denn? Dämmerstein, Falkenring, Markart und Mortal. Muss ich erstmal auf die Map gucken, weil ich nicht weiß, wo die ganzen Orte sind. Dämmerstein, Falkenring, Markart, Mortal. Ja. Haben wir doch genau die Stadt, die wir gerne hätten. Meine Kutsche ist die sicherste Art zu reiten. Wohin soll's gehen? Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Vorsichtig! Ah, meinst ein Reck Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikster. M-
Moortal entdeckt. Sehr schön. Sind wir schon um einiges näher an unserem Ziel. Sehen wir uns vielleicht nochmal kurz in der Stadt hier ein bisschen um. Eventuell finden wir noch einen Händler, bei dem wir den Rest von unseren Edelsteinen loswerden können. Wie sollen wir uns in unseren eigenen vier Wänden noch sicher fühlen? Sieht mehr aus wie ein Pub. Hütte des Taumaturgen. Einfach mal reinschauen. Oh, bitte kommt doch herein. Hoffentlich habe ich, was ihr braucht. Wenn ihr alchemistisches Zubehör benötigt, werde ich mein Bestes geben, um euch welches zu besorgen. Nein! Ich habe... Und im Handumdrehen sind dann meine Vorräte aufgebraucht. Oh, tut mir leid, habe ich jetzt gedacht, sie würde uns direkt irgendwie was verkaufen. Dass die Häuser aber auch so schlecht beschildert sind. Moorside Inn. Ja, Inn hört sich immer nach einer Bar oder einer Art Gaststätte an. Wir jetzt aber eigentlich weniger gerade. Ist ja eher ein kleines Dörfchen hier als eine große Stadt. Aber machen wir uns einfach mal auf den Weg. Moortal war einst ein ruhiger Ort. Wir müssen ja nicht jeden Mist einpacken, den wir finden. Meine Götter! Dann ist es wahr. Ein Drache hat Weißlauf angegriffen. Wir sollen das einfach erkennen. Ziel wird uns schon angezeigt auf dem Kompass. Wir müssen also gar nicht lange suchen. Hügelig hier die Landschaft, hat so ein bisschen was von einem Moor. So sehr weit kann es eigentlich auch nicht mehr sein, bis zu dem markierten Punkt. Schlammkrabbe. Ich meine, ein neuer Gegnertyp. Hatten wir ja bisher noch nicht. Ustengraf entdeckt. Genau das haben wir gesucht. Sehr schön. Haben wir irgendwelche Stimmen gehört? Hier drüben! Da waren nur ein paar Banditen. So, und das ist ein Gegenstand, der in irgendeiner Form verzaubert ist. Magicka regeneriert sich 75% schneller. Das nehmen wir also mal mit, weil ich glaube, dass wir dann damit das Verzaubern irgendwie ein bisschen pushen können. Schnell die Truhe hier durchsuchen. Erwischt. Ja, rein in die gute Stube. So, und bevor ich jetzt weitermache, werde ich noch mal schnell so dreist sein und einfach mal gucken, wie ich denn quicksaven kann, damit ich nicht mal das Menü öffnen muss.
Sprinten, Schleichen, schnelles Speichern. F5. Okay. Hat er gerade aber gemacht. Müssen wir also jetzt nicht schon wieder machen. Hier drin aber schon, haben aber schon ein paar ihr Glück versucht, glaube ich. Scheint aber irgendjemand ein Problem damit gehabt zu haben, dass die hier drin rumrennen. Sonst würden die, glaube ich, nicht ganz so tot aussehen. Eure Lakaien. So, wenn wir jetzt schon so weit von denen wegstehen und man uns noch nicht entdeckt hat, versuche ich einfach mal, die mal ein bisschen aus der Entfernung zu bearbeiten. Ich ziehe es vor, mir nicht durch Arbeit die Hände schmutzig zu machen. Hier drüben! So, dann wechseln wir die Axt wieder, die Waffe wieder. Wir haben zwei gelegt. Ich muss mal wieder in meine Hotkeys reinkommen. Das ist ein, zwei Tage lang nicht gespielt. Ich muss das bei der ersten Gruppe hier sofort abnippeln. Ja, langsam zieht es ein bisschen an, aber... Das habe ich mir eigentlich auch schon gedacht, dass es mit der Zeit kommen wird. Zaubertrankrezept. Schade eigentlich, dass es keine Truhe gibt, in der man Sachen lagern kann. Zumindest ist mir das nicht bekannt, dass es eine gibt. Sonst würde ich einfach mal die Sachen, die mir als wichtig erscheinen, mit denen ich aber jetzt noch nichts anfangen kann, ein bisschen zwischenlagern und mich dann später darum kümmern, gerade was so Berufe angeht. Falls ich dann doch irgendwann merken sollte, dass mir Alchemie in irgendeiner Form was bringt oder sich relativ einfach hochskillen lässt. Kann man nicht kaputt machen, die Truhe. Gerade habe ich mir eine Spitzhacke gekauft und jetzt liegen hier auf einmal zig rum. Musste ja irgendwie so kommen. Speichern wir nochmal schnell zwischen. Oh, Lydia hat auch ziemlich im Griff drauf. Zumindest sah das gerade so aus. Jetzt werden wir aber mit Tränken zubombardiert. Überall Uhren. Noch mehr Tränke.
Finde ich eigentlich gar nicht übel, wenn ich da so viele von finden lassen. Kann aber auch ein schlechtes Zeichen sein. Nämlich, dass man uns voraussagt, dass wir davon hier viele brauchen werden. Ich will es nicht hoffen.